Zu einer neuen Folge heute im Hammer Hard Simulator. Der Hammer Hard Simulator ist, glaube ich, hoffentlich, wie der Name noch nicht sagt, ein Simulator, wo wir uns gegenseitig schlagen müssen mit stumpfen Gegenständen. Ich habe hier ein Stück Holz, damit kann ich ausholen und dann, bumm, einen Punch machen. Durch diesen Punch fliegen Leute weg und jetzt ist gerade mal die Runde vorbei. Durch diesen Punch fliegen Leute weg. So. Durch das Wegfliegen kriegst du Geld. Und desto stärker sie wegfliegen, desto mehr Geld kriegst du. Ich kann jetzt Holz. So, dann gibt es noch ein Stück Holz. Dann gibt es einen Boxhandschuh. Und dann gibt es Rolling Pine. Dann gibt es einen Spatel. Oh, eine Brechstange. Also Leute, was meint ihr? Sollte ich eher auf eine Brechstange sparen? Oder mir einen Spatel holen direkt? Okay, dann hole ich mir jetzt den Spatel. Ja. Oha. Geht aber Geld flöten. Beginnt in... Let's go. Soll ich ihn ausrüsten? Ja, ne? Warte. So. Ausrüsten. Hi. Oha, ist ja riesig. Boom. Ja, okay, der hat ein hohes Gewicht, aber dafür sollte er, soweit ich weiß, stärker schlagen können. Boom! Yeah! Seht ihr? Das meine ich. Das ist das, was geht. Ist doch cool, oder? Uff. Sieht immer ein bisschen komisch aus, aber es ist geil. Immer diesen epischen Tempel, nenne ich es mal. Hi, Aya! Boom! Oha, der haut mit dem Selfie-Stick, wo ein Handy dran ist. Mach ich auch mal. Ah, nein. Aber wir haben Geld gekriegt. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen weggebounced. Weil diese Profis haben halt übelst krasse Waffen. Er hat noch sowas. Da baller ich ihn easy weg. Und verdient auch übelst gut Geld. Uff. Okay, wir haben uns beide so übelst nicht getroffen. Warum sage ich die ganze Zeit übelst? Wow, was war denn das? Okay, das war so ein Pro. Gucken wir mal. Aber es gibt auch Sprungfelder, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt so Sprungfelder, durch die man sich so rein bouncen lassen kann. Oh nein. Hier, so ein Sprungfeld. Jetzt bin ich gerade an einem, jetzt nutze ich es auch. Moin. Seht ihr? Das ist so voll die geile Fluchtart. Aua, mein Kopf. Hä? Hat er mich getroffen? Ja, ne? Man fliegt mega. Ich finde, das Spiel macht voll Bock. Also hochgehen. Es ist voll blöd, dass alle oben sind. Au, weggehen. Uff. Boom. Jetzt kombiniere ich hier. Nee, doch nicht. Ui. Aber es gibt auch... Das Problem ist, es gibt Ausdauer. Komm her. Komm her, Digi. Ach, Ausdauer kann man auch für Sprinten nehmen. Und für Schlagen braucht man sie. Das heißt, ich nehme sie lieber nicht fürs Sprinten. Doch, ich nehme sie fürs Sprinten, aber nicht, wenn ich gerade schlagen muss. Weil wenn man schlägt, verbraucht man Ausdauer. Also wenn man ausholt, verbraucht man Ausdauer. Beides sehr gut. Ach Mist, habe ich ihn verpasst. Boom. Wo ist er? Hm. Sprungfeld, ich komme. Boom. Habe ich ihn erwischt? Nee, ne? Puh. Ah! Hilfe! Wo fliege ich? Und... Oh, aber man läuft so mega komisch. Guck dir mal das Laufen an. Ah ja! Whee! Au. Ich glaube, das hat Ähnlichkeit...
große Ähnlichkeit mit dem Broken Bone Simulator. Da würde man das auch schaffen. Dieser Map vor allem. Ha! Punch! Ha! Punch! Ah, hab ihn weggebollert. Dabei bin ich zwar auf den Boden geflogen, aber hab ihn weggebollert. Dich auch. Ha, jetzt hab ich... Es ist so, es kommt manchmal meistens... Was ist da passiert? Es kommt meistens auch auf das Treffen an. Weil wenn ich ihn gut treffe, dann fliegt er halt weiter und dann kriege ich halt mehr Geld. Und wenn ich ihn schlecht treffe, fliegt er halt meistens gar nicht. Oder häufig nicht. Boom. Seht ihr? Er hat mich schlecht getroffen, darum fliege ich nur so. Aber wenn er da hinten mich halt gut trifft, fliege ich halt viel weiter. Ausholen. Auf da. Oh, die haben mich gegen... Okay, guck ich. Ausdauer ist erschöpft. Kacke. Boom. Guck, ich habe ihn jetzt gerade gar nicht getroffen, richtig. Er hat mich auch nicht gut getroffen. Aber ist ja auch egal, wer wen getroffen hat. Mach's nicht. Ui, den habe ich gut getroffen. Achso, ist vorbei. Ist vorbei. Okay, dann bin ich gespannt. Ui, run, oh run. Was ist das hinten, das blaue? Schweife. Ja, die sind safe cool. Orange? Ich will ja grün. Wisst ihr vielleicht. Grün, meine Lieblingsfarbe. Seht ihr vielleicht auch. Ja, grüner Schweif. Perfekt, dann rüste ich den kurz aus. Green ausrüsten. Ich glaube, wenn ich jetzt jemanden schlage, fliegt er mit einem grünen Schweif weg. Boom! Oh! Ja! Nice! Mit grünem Schweif. Uff! Nochmal! Oha, jetzt wird er kombiniert. Hallo? Ausholen. Boom! Ah, Mann, jetzt hat er mich getroffen. Ah, nee. Er hat mich getroffen. Boom! Ich habe ihn auch getroffen. Ja, wenn irgendwas Grünes fliegt, habe ich getroffen. Und wenn ich fliege und etwas Grünes, dann haben beide getroffen. Uff! Ah, Mann! Aber es ist voll schwierig, oben zu bleiben. Man, ihr guckt euch das an, aber wie der aussehen. Ich finde es aber auch schlau, so in bessere Waffen zu investieren. Boom! In den Brawl geboxt. Ah! Oh, sieh mich auch. Oh nein. Wenn man einmal auf so eine Treppenstufe fällt und noch ein bisschen Schwung hat, dann ist man sofort draußen. Denn. Ah, boom! Yeah! Boom! Ah, nein! Junge, er hat ein Stoppschild! Ein ganzes Stoppschild, kein halbes! Uff! Da fliegst du, ne? So Schiss? Boing! Ah, Gegenrichtung. Warum hole ich manchmal aus? Aber dann lasse ich einfach wieder los. Ein. Mann, komm. Ich will einmal so übelst krass flexen. Okay, das war jetzt so krass geflext. Boah. Oh, den habe ich nice getroffen. Oh, cool. Shit. Run. Kann es sein, dass ich mich gerade selber geboxt habe? Das wäre irgendwie traurig. Whee. So, Ausdauer ist ein bisschen erschöpft. Alter, Hilfe! Ich finde, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Das heißt hier ein bisschen. Okay, der war so kacke. Schnell weg! Glaube ich, dass die Ausdauer erschöpft ist. Oh nein! Wer war rot? Wer hat einen roten Schweif?
Run. Whee! Der war perfekt getroffen. Boom. Whee! Alle ins Jenseits mit euch. Whee! Whee! Kann es sein, dass ich dich gerade so alleine fertig mache? Whee! Oh nein, da hat er mich getroffen. Aber wenn man so ein Thribble oder ein Double-Kampf macht, also nur 2 gegen 2, finde ich, macht das am meisten Spaß. Boom. Genau sowas. Oh, aufladen. Leistung. Nu. Ha, Elefant, weg mit dir. Uff. Boom. Run, build him. Oh, ich habe noch einen weggeballert. Okay, ich habe schon wieder fast 2000 und damit gleich die Brechstange. Boom. Okay, ist erschöpft. Oh, kacke. Wenn es erschöpft ist, sollte man sich nicht oben aufhalten. Weil oben sind meistens alle. Ha! Au. Würde ich diesen Kampf machen, würde ich auf keinen Fall auf dieser Map kämpfen würden. Kämpfen wollen. Let's go! Boom! Oh nein! Jo, ich kann fliegen. Manchmal fliegt man so voll komisch. Alter, was hat er? Übelst krass. Es backt beim in den Himmel! Uff, der ist in den Himmel. Oh, der war gut. Oh, ich hatte gerade 9900. Nur noch 4000. Kann man hier auch wegbouncen? Weggebounced. Oh nein, schade. Aber ich will mal wissen, was ist das Beste? Ist einfach ganz einfach ein Trick. Das ist das Beste, was man nicht kaufen kann. Oha, Leistung 3000. Erreichen. Boah, Leistung. Wenn er 3000 Leistung hat, mache ich jetzt mal einfach so einen Vergleich. Die Brechstange hat. Nur alleine, Hangelschläger, Golfclub, Chair, Service-Stick, Baseballschläger, Brechstange. Hat 225 Leistung. Und der Handschuh hat einfach 750 mehr. Oh ne, 775 sogar. Ah, so, jetzt haben wir 4500. Vielleicht gibt es ja für 4500 eine neue, die geile Waffe. Eine geile Waffe, nicht die geile. No. Weil das Gewicht wirkt sich aber leider. Rolling Pie. Nein. Richtet zusätzlich Schaden. Und Head Crabs aus. Oh, Baseballschläger. Surface Stick. Nee, dann holen wir uns erstmal einen Baseballschläger. Dann probieren wir ihn aus. Nice. So, direkt mal ausrüsten. Alter, Leistung. Bis 200 Leistung. Der hier, der Baseballschläger hat weniger Gewicht. Hat, glaube ich, mehr Range. Und von der Leistung her ist er gleich. Oh ja, der sieht geil aus. Oha, der hat wirklich viel bessere Sachen. Was denn für eine Waffe? Hey, da habe ich einmal durch die ganze Map gepfeffert. Wie ein Pfefferkorn. Ich bin aber kein Pfefferkorn. Ich bin kein Detektiv. Kennt doch die Pfefferkörner, sind doch Detektive, ne? Ah, boom! Whee! Ah, boom! Ah, ja, boom! Jo, was hat er da für eine Waffe? Einfach so ein Pfahl. Uff. Voll auf Pullen. Uff. Whee. Oha, der... Einmal durch die ganze Map. Und noch weiter. Uff.
Ich habe ihn einmal durch die ganze Map und viel weiter gepfeffert, weil er dann noch gegen so ein Bounce-Teil geflogen ist. Boom! Yeah! Was passiert, wenn man sich mit ihr Schuhe ranlegt? Hi! Uff. Boom! Einfach ins Gedränge schlagen. Und einfach Schlag ins Gedränge sagen. Ah! Junge, das bringt. Ich flieg immer wegen dem. Über den komischen Tempel, Tarempel. Oha, ich habe keine Ausdauer mehr. Fuck. Ui, boom, boom. Alter, Schädelbruch. Boah, am Anfang, ich denke mir so, kacke, ich habe nur ein Holz. Und jetzt, ich renn mit einem Baseballschläger auf dich zu und du bist tot. Aber wirklich, nach so einem Schlag ist man safe tot. One hit. Wenn du sowas an den Kopf kriegst und dann noch so fliegst, wie die fliegen, dann bist du sowas von tot. So. Leistung Punch. Bäum. Leistung Punch. Bäum. Leistung Punch. Leistung verkackt. Okay, das war jetzt komisch. 11 Sekunden. Komm, ein Kill mal noch. Heia. Ah, Mann. 9.999 kommt immer. Oh, 222. Okay. Also, Leute. Hiermit würde ich euch sagen, das war's mit der Folge. Und hiermit würde ich sagen, ciao.